Ich finde es auf eine geradezu therapeutische Weise befriedigend, einfach die ganze Zeit nur dieses Daumenrad zu drehen. Aber ist doch anstrengend. Läufst du schon? Ja. Ach so. Klassische Objektivtests sind hier auf dem Kanal selten geworden. Ich glaube, der letzte war vor 2 Jahren oder sowas. Der Grund dafür ist eigentlich simpel, weil die meisten modernen Objektive, die jetzt noch neu rauskommen, in der Regel im positiven Sinne so perfekt sind, dass es einfach wenig drüber zu reden gibt. Ausnahmen mache ich eben immer dann, wenn mal irgendwas Interessantes passiert, zum Beispiel dieses Astrori Probe Lens Dingsbums, was vor einigen Wochen hier auf dem Kanal war, oder auch das hier, das Sirui Venus 35mm Anamorph mit einer Blende von T2.9. Das ist ein ziemlich interessantes Objektiv und wenn ihr euch mit der Materie auskennt, dann wisst ihr, Anamorph, das sind die Objektive, bekannt aus dem Kinobereich, die ein ultra breites Bild machen und tatsächlich gibt es hier einiges sozusagen im Positiven wie allerdings auch im Negativen. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist das hier? Sirui hat eine ganze Reihe anamorpher Objektive, angefangen hat es mit APS-C Objektiven, das hier ist eine Vollformatlinse und die Serie umfasst Objektive von 35 über 50, 85, 100 und 135mm. Das sind alles voll manuelle Sinne-Objektive. Das sieht man hier im Groben und Ganzen, manueller Blenden, manueller Fokusring. Das Objektiv gibt es für alle aktuellen spiegellosen Vollformatsysteme, das heißt Panasonic, Canon, Nikon und Sony. Es macht aber ehrlich gesagt nur in dieser Variante, die ich gerade habe, wirklich Sinn. Das ist die L-Mount-Variante an der S5 Mark II. Und ich muss einen kleinen Exkurs an dieser Stelle vornehmen. Anamorphe Objektive nehmen ja ein sehr, sehr breites Bildfeld auf, stauchen das dann zusammen, es wird aufgenommen und hinterher in der Postproduktion wieder entzerrt. Es gab von Sirui schon mal diese Serie von APS-C Objektiven, auch Anamorph, mit einem Stauchungsfaktor von 1,3. Das heißt, das Bild war 1,3-fach breiter als der eigentliche Sensor, wurde dann zusammengestaucht und so weiter. Das sah schon nicht übel aus. Bei anamorphen Objektiven gilt aber generell, mehr ist gleich besser. Diese Linse staucht mit dem Faktor 1,6. An einem 16:9 Sensor kommt hinterher also ein Bild raus, was viel zu breit ist eigentlich. 2,8, fast 3:1. Das sieht meinem Empfinden nach nicht gut aus. Das muss man dann eigentlich wieder links und rechts abschneiden. Das ist nicht Sinn der Sache. Diese Objektive profitieren also davon, wenn ein Sensor als Ganzes ausgelesen werden kann. Der ganze 3:2 Sensor statt nur ein 16:9 Fenster. Das Verfahren nennt sich Open Gate. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber wissen wollt, ich habe gestern gesehen, David vom Kanal DaVision hat genau dazu vor einigen Tagen ein Video gemacht. Deswegen würde ich mal dahin verlinken und mir an dieser Stelle weitere Details ersparen. Du bist ultra breit. Ich bin ultra breit. Du bist ultra breit. Ultra breit. Ne, noch nicht, es ist noch nicht 16 Uhr. Gerade wer sich jetzt mit Anamorph aber nicht so auskennt, fragt vielleicht, was genau ist denn jetzt das Besondere? Also klar, ein breites Bild, dieser Kinolook. Aber ganz ehrlich, den kann man auch durch Croppen erreichen. Einfach oben und unten schwarze Balken drauf, sieht genauso aus. Ansonsten natürlich auch dieses ovale, eierförmige Bokeh, was jetzt hier mit einer Blende von T2.9 schon gar nicht so leicht zu erreichen ist, aber grundsätzlich möglich. Und der dritte Faktor, der hier optisch einfach anders ist, sind die Flares. Sirui ist ja berüchtigt für seine Flares, also die ganzen Reflexionen in den Objektiven, in den Bildern. Die sind bei den alten APS-C-Objektiven noch stärker ausgeprägt gewesen, sehr stark blau. Hier hat man das ein Stück weit zurückgenommen, was ich schon mal sehr positiv finde. Es ist aber immer noch sehr blau. Und ich gebe zu, ich mag eigentlich diesen Look von Filmen wie Star Trek von J.J. Abrams oder Transformers oder so, die ja auch getränkt sind in Flares. Aber ich hatte schon immer ein Problem mit diesem speziellen blauen Flair, weil er halt in jede Lichtsituation reingelegt wird. Und während es bei Nachtaufnahmen noch ganz gut aussieht, finde ich beispielsweise Aufnahmen der Sonne, die dann so einen blauen Flair haben. Also mein Geschmack ist es ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber ich lese auch Kommentare von Leuten, die feiern das. Also es ist am Ende wahrscheinlich Geschmackssache. Was ganz interessant ist, es gibt eine neue Serie dieser Vollformatobjektive. Also die sind eigentlich aktuell bei Sirui. Trotzdem bringen die jetzt eine parallele Serie raus. Diese Linsen heißen Venus, die neue Serie heißt Saturn. Die sind ein bisschen kleiner, die sind aus Carbon, aber es ist dieselbe optische Konstruktion. Mit dem Unterschied, dass man die nicht nur mit diesem blauen Flair, sondern wahlweise auch mit einem neutralen Flair bekommen kann. Der passt sich dann der Farbe der Lichtquelle an und das finde ich eigentlich viel, viel besser. Leider gibt es diese neue Serie noch nicht für den L-Mount, sondern nur für die anderen, wo es eigentlich weniger Sinn macht. Also so wirklich perfekt ist es im Moment noch nicht. Stand jetzt habe ich also den blauen Flair, den ich in nicht allen Situationen geil finde.
komme nur auf 90 cm dran. Ich komme nicht ran, ich habe den Diopter nicht drauf. Bis ich ihn drauf gemacht habe, ist der Schmetterling bestimmt, wo ist der denn? Ist er bestimmt wieder weg. Oh fuck, das wird jetzt zum dominierenden Thema dieses Videos, das war gar nicht beabsichtigt. Größtes Problem an dieser Linse ist die Naheinstellgrenze. Das ist auch nicht speziell für diese Linse ein Problem, sondern generell bei allen der Sirui anamorphen Objektive. Die beträgt 90 cm, 0,9 Meter. Und das ist für ein 35 mm Objektiv, mit der Streckung sind sie ja in der Breite 22 mm, also schon ziemlich weitwinklig, einfach. Es ist nicht nur unschön, es ist wirklich problematisch. Bei der Benutzung ist das der Punkt, wo ich dauernd drüber stolpere. Ich möchte irgendwie nah rangehen und ich komme einfach nicht, denn das Blickfeld lässt das Ganze nicht zu. Das heißt, meiner Meinung nach zwingend notwendig ist eigentlich die Verwendung einer Nahlinse, die ich jetzt gerade versuche hier rauszukramen, eines Diopters. Da habe ich mehrere von, ganz, ganz billige 15-Euro-Teile oder so. Das sind letztlich nichts anderes als Lupen, die man vor die Linse drauf macht. Die gibt es in unterschiedlichen Stärken. Das ist Stufe 1. Ich habe noch eine Stufe 2-Linse, die es halt dann eben ermöglichen, die Naheinstellgrenze auf eine gewisse Weise zu verkürzen. Wenn man szenisch und sehr geplant dreht, ist das bestimmt gar kein Problem. Ein bisschen ein Problem, aber nicht so sehr wie bei mir. Aber sobald man halt ein bisschen situativ, ne, ich laufe hier rum, wir haben hier Schmetterlinge, die gerade rumfliegen. Ich muss dauernd Diopter drauf, Diopter runter, Diopter drauf, Diopter runter, ND runter. Das ist ein echter Abfuck. Es tut mir leid, das zu sagen. Aber für situatives Drehen ist das echt ein Problem. Das Bild selbst gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es hat eine schöne, gute Schärfe. Genau das, was man so ein bisschen Cine-Objektiven nachsagt. Scharf, aber nicht überscharf. Die Farben sind sehr neutral, was auch gut ist. Ich kann nicht vergleichen, wie die Farben der Objektive untereinander sind. Das ist ja bei Cine-Objektiven immer wichtig, dass das konsistent ist. Ich hoffe einfach, es ist so. Ansonsten ist aber sozusagen eigentlich die optische Qualität gut. Mal abgesehen von einem einzigen Punkt. Und das ist so ein Punkt, die Verzeichnung. Dieses Objektiv hat so ziemlich die heftigste Verzeichnung in den Randbereichen, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Das heißt, jede Form von geraden Linien, sobald sie auch nur Richtung Rand sich bewegt, wird gekrümmt. Das ist bei anamorphen Objektiven nichts Ungewöhnliches. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr zum Beispiel High-End-Hollywood-Filme schaut, die mit anamorphen Objektiven gedreht wurden. Da seht ihr gerade bei weitwinkligen Aufnahmen das auch, dass sich ein bisschen die Linien krümmen. Das ist okay, aber ich finde, diese Verzeichnung hier, die ist schon next level. Also bei einem normalen Objektiv zusammen mit der, dieser problematischen Naheinstellgrenze würde ich sagen, ist das eigentlich was, was mich nicht dazu einlädt, die Vorzüge dieser Linse zu nutzen, sondern eher in diese Problematik reinbringt, dass ich permanent um die Schwierigkeiten der Linse herum arbeiten muss. Sie unterstützt mich nicht, sie steht mir manchmal im Weg. Und bei einem normalen Objektiv würde ich sagen, wären diese zwei Punkte eigentlich totale K.O.-Punkte. Ich würde das Objektiv mit dem Allerwertesten nicht mehr anschauen. Aber man muss halt relativieren, es ist ein anamorphes Objektiv. Und um das klarzustellen, das sind Objektivgattungen, die gehören zu den teuersten Objektiven, die man überhaupt kaufen kann. Oftmals nicht mal kaufen kann, nur leihen kann. Und 30.000 bis 60.000 Euro zum Beispiel für Cook-Anamorphen ist da echt keine Seltenheit. Dass dieses Objektiv also 1.500 Euro kostet, ist in Anbetracht der Tatsache, dass es ein anamorphes Objektiv ist, sozusagen ein Argument, wo vielleicht der eine oder andere sagt, hey, diese zwei Probleme verschmerzt sich, denn ich bekomme hier nun mal einfach das günstigste anamorphe Vollformatobjektiv. Nicht perfekt und nicht ohne Fehler, aber einzigartig. So, das klang jetzt ganz schön negativ, ich weiß. Es gibt aber auch Positives. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist dieses Objektiv an sich, also wie die Anmutung ist. Das Cine-Objektive sind meistens ein ziemlich massiver Klotz, auch die günstigen aus China, wobei so günstig ist das ja gar nicht. Und das ist keine Ausnahme. Das heißt, die ganze Verarbeitung ist toll, die Ringe drehen sich mit einem schönen Widerstand, so wie das sein sollte. Ein Aber gibt es trotzdem. Ich weiß nicht, ob das alle Varianten betrifft, aber zumindest hier diese Version am L-Mount. Die hat ein ganz leichtes Spiel, wenn ich hier dran klappere. Und das habe ich auch schon von anderen gehört. Das ist also nicht dieses Objektiv im Speziellen, sondern dieses leichte Spiel. Das ist in der Praxis kein Problem, aber irgendwie halt doch uncool, weil ich habe es bei keiner anderen Linse. Ich finde, die Dinger sollten Bomben festsetzen und ein Bruchteil, wirklich nur ein Bruchteil eines Millimeters, aber man spürt ihn und man hört ihn, ist hier Spiel. Sollte nicht so sein. Was mir echt sehr gut gefällt,
Das hat zugegeben nicht so viel mit dem Objektiv zu tun, sondern mit der Kamera, aber man darf es ja mal sagen, ist die Tatsache, dass die S5 II einen anamorphen Modus für den Bildstabilisator hat. Das heißt, wenn ihr dieses oder auch andere anamorphe Objektive, Canon, Sony, was auch immer benutzt, die meines Wissens nach diesen Modus nicht haben, ist der Bildstabilisator kaum verwendbar, weil der so rumwobbelt. Hier funktioniert er tatsächlich saugut. Ich habe kein Stativ dabei, ich mache die ganzen Aufnahmen hier bisher aus der Hand und bin sehr, sehr zufrieden. Die Kamera hat generell einen guten Bildstabil, aber mit Anamorph funktioniert das echt gut. Also, das finde ich, darf man ja auch mal loben. Sieht zumindest auf dem kleinen Bildschirm sehr gut aus. Oh, aber diese Linien, die verbiegen ohne Ende. Diese Linien. Das ist so traurig. Krumm. Gerade. Krumm. Gerade. Also in meiner informationsvermittelnden Pflicht ist es jetzt ja eigentlich meine Aufgabe, euch zu sagen, lohnt sich das denn oder nicht? Weil es gibt schon einiges, was mir immer wieder die Arbeit erschwert hat. Und beim Drehen habe ich mehr Situationen gehabt, wo ich dachte, ach verdammt, als Momente, in denen ich dachte, yeah, geil. Die gab es aber auch. Ja, ist der Look so viel anders? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Ist der Look aus so einem Objektiv so viel anders, dass man 1500 Euro für ein Objektiv mit doch zwei so großen Problemstellen, Verzeichnung und Nahenstellgrenze, eben in Kauf nimmt? Ich würde sagen, ja und nein. Ja, er ist schon anders. Gerade Situationen mit mehr Bokeh durch dieses ovale Bokeh, die sehen so schon speziell aus. Mit diesen Diopterlinsen, wenn man näher rankommt, umso mehr. Wobei dann das Bild so eine Mischung aus sieht anders und sieht irgendwie auch schon sehr imperfekt aus bekommt. Mir fällt es tatsächlich schwer, ein Urteil zu fällen. Ich habe natürlich auch andere Videos zu den Venuslinsen gesehen. Die Kritikpunkte werden häufig angesprochen. Trotzdem habe ich das Gefühl, die werden ziemlich stark gehypt. Und diesen Hype fühle ich persönlich irgendwie nicht so. Ich finde grundsätzlich diesen anamorphen Bildlook faszinierend. Und ich scheue auch nicht eine anspruchsvolle Linse, denn das ist tatsächlich anspruchsvoll. Ich muss einfach gegen die Einschränkungen arbeiten, die mir diese Linse eben entgegenwirft. Trotz allem ist halt über die vielleicht willkommene Herausforderung hinaus ein paar Mal zu oft dieser Moment gewesen, wo ich dachte, ach leck mich, schon wieder Diopter drauf, Diopter runter und sonst irgendwas. Also dieses Thema mit der Nahenstellgrenze. Die Verzeichnung ist nicht cool, aber die Nahenstellgrenze ist... Also Junge, ich finde sie wirklich problematisch. Und die hat mir jetzt auch heute wieder beim Drehen, ich habe die Linse seit 1,5 Monaten, auch heute wieder mehr als einmal so ein bisschen den Spaß verhagelt. Deswegen denke ich, muss man das ganz klar einordnen. Wer, schönes Beispiel, den szenischen Kurzfilm dreht, ne? Also alles geplant, solchen Leuten wird das egal sein. Das ist keine Frage. Aber dieses situative Drehen ist... Ich finde es nicht so einfach und wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ich würde eine normale Linse vorziehen, ich würde eine sphärische Linse drauf machen, losziehen, im Zweifelsfall die schwarzen Balken drauf croppen, gebt euch keine Illusionen hin. Ja, Christopher Nolan und viele andere drehen natürlich mit anamorphen Objektiven, aber sehr viele Filme, Kinofilme werden normal in 16:9 gedreht, die Avengers oder sonst irgendwas und hinterher fürs Kino der Balken draufgelegt. Also die werden wirklich weggecroppt. Nicht jeder macht sich die Mühe, anamorph zu filmen. Unterm Strich ist es zumindest interessant, mal wieder ein streitbares Objektiv zu haben, wo es vermutlich viele geben wird, für die diese Kombination für einen Preis von 1500 Euro überhaupt nicht in Frage kommt und andere werden vielleicht in Versuchung geführt. Und in Versuchung führen will ich euch auf jeden Fall jetzt auch, nämlich dazu den Abo-Button zu klicken, wenn noch nicht geschehen, gerne auch ein Like zu geben. Das sind beides auch Dinge, die in meinen Augen überhaupt nicht streitbar sind, die tun gut und dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao!